Letztes Mal hatte ich ja erzählt, die Trust-Technik ist eine Möglichkeit, um mithilfe von dem Gefühl eines inneren Friedens ein sehr starkes Vertrauensverhältnis und eine sehr starke Verbindung mit meinem Tier aufzubauen. Was sind also die Prinzipien der Trust-Technik? Da gibt es drei Prinzipien. Das erste Prinzip der Trust-Technik nennt sich Creative Reaction. Auf Deutsch vielleicht übersetzt in kreative Reaktion. Was bedeutet das? Ich hatte letztes Mal meinen Doggy dabei. Ich nehme ihn wieder zur Hand. Das bedeutet, ich kreiere als Mensch einen Raum der Ruhe. Ich versetze mich in ein Gefühl der inneren Ruhe. Ihr werdet sagen, hey Christine, das kann ich nicht, weil ich bin viel zu im Kopf und ich habe viel zu viel Stress und bei mir ist viel zu viel los. Und ich darf euch bestätigen, es geht viel einfacher, als ihr denkt. Das lernt ihr nämlich, wenn ihr eine Trust-Technik-Sitzung, eine Session mit mir macht. Dann bekommt ihr da ein relativ leichtes, einfaches Handwerkszeug zur Hand, dass ihr das wirklich sehr schnell machen könnt. Ihr dürft dann natürlich üben und dürft euren Tieren, zum Beispiel eurem Hund oder eurem Pferd, dabei helfen, auch in dieses tolle Gefühl der Ruhe, der inneren Ruhe zu kommen. Ja, wir bieten das also an. Wir kreieren diesen inneren Raum der Ruhe und wir bieten das unseren Tieren an. Und je nachdem, was unsere Tiere schon erlebt haben, können sie sich entweder darauf einlassen oder es kommt eine Reaktion, die da heißt, du hast ja gar keine Ahnung. Ich kann jetzt im Moment nicht ruhig sein, weil bei mir im Leben, da ist so viel los. Bei mir ist schon so viel passiert und überhaupt. Und hier ist es schlimm und da ist es passiert. Und genau wie das bei uns Menschen der Fall ist, wenn wir die Möglichkeit haben, mal uns zu öffnen, genauso passiert es bei unseren Tieren. Auch die fangen an, uns natürlich nicht zu erzählen, aber sie zeigen uns, dass sie innere Unruhe haben. Sie fangen an, aufzustehen, umherzulaufen, irgendwie an, sie fangen an sich zu nagen, zu kratzen. Plötzlich sind Fliegen im Raum, die vorher gar nicht da waren, die sie vorher gar nicht bemerkt haben. Und das zeigt uns, hey, da ist eine innere Unruhe in diesem Tier. Und das Tolle ist, wenn wir ihnen die Ruhe anbieten und diese innere Unruhe kommt raus, dann ist es so, als ob es wirklich aus dem Körper rausgelassen werden kann. Das heißt, so wie ich mir Dinge von der Seele reden kann, so kann ein Tier sich sozusagen die Dinge von der Seele bewegen. Und da beobachten wir ganz aufmerksam und achtsam, was uns das Tier alles zeigt. So lange, bis das Tier sagt, ach, naja, eigentlich ist doch alles gar nicht so schlimm. Und sich dann wieder auf diese Ruhe einlassen kann. Und das ist das erste Prinzip der Trust-Technik, die Creative Reaction, die kreative Reaktion, wo wir die Ruhe kreieren und das Tier darauf reagiert. Das zweite Prinzip der Trust-Technik ist die sogenannte oder das sogenannte Realization Learning. Das heißt also nichts anderes als Lernen durch Verstehen. Weil wenn ein Tier dann auf unsere Ruhe anspricht und sich darauf einlassen kann und die Welt nicht mehr aus solchen Augen anschaut, sondern als solchen Augen, dann versteht das Tier natürlich Dinge sehr viel einfacher, vor denen es vorher vielleicht Angst gehabt hätte, die es vorher vielleicht aufgewühlt hätten. Das Tier versteht, dass es nicht immer aufspringen muss und bellen, wenn es an der Tür klingelt oder wenn ein Besucher kommt oder wenn ein Mann beim Spazierengehen vorbeigeht oder bei einem Pferd, wenn ja, in der Ferne irgendwas zu sehen ist. Weil ich ihm das Gefühl vermitteln kann, hey, alles ist gut. Du kannst mit diesen Dingen tatsächlich deinen inneren Frieden finden. Das ist ein stufenweiser Prozess. Das darf ich mir erarbeiten. Das darf ich üben. Und es ist alles möglich. Und dann muss ich nicht mehr trainieren, dann muss ich nicht mehr Dinge einüben und 10-mal wirklich Wiederholungen machen, um irgendwas zu erreichen, sondern das Tier versteht es. Und dadurch brauche ich tatsächlich letztendlich sehr viel weniger Zeit, um dem Tier was zu vermitteln. Das ist also das zweite Prinzip der Trust-Technik, das Realization-Learning-Prinzip. Und das dritte Prinzip, das ist natürlich, das ist mein Favorit und das nennt sich Trusted Cooperation.
Also eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Vertrauensvoll bedeutet natürlich, ich kann mich auf mein Tier verlassen und mein Tier kann sich auf mich verlassen. Das heißt, wir haben beide ein starkes gegenseitiges Vertrauen, das wir uns durch die Creative Reaction aufgebaut haben. Und natürlich auch dadurch, dass in dem Realization Learning mein Tier, mein Hund, meine Katze, mein Pferd, mein Löwe, wenn ich sowas, wenn ich mit Löwen arbeiten würde, wie James es auch schon gemacht hat, dann könnte ich da natürlich auch dadurch, dass ich vermittelt habe, hey, es ist alles gar nicht so schlimm und das Tier das verstanden hat für sich, habe ich natürlich dieses Vertrauensverhältnis und mit dem kann ich jetzt die Intelligenz der Tiere ausnutzen und kann neue Dinge erarbeiten. Ich kann zum Beispiel einem Tier vermitteln, einem Pferd vermitteln, hey, wenn ich hier das Halfter hinhalte, dann nimm doch bitte deinen Kopf rein, damit wir das anziehen können. Oder wenn ich einem wiederum Pferd vermitteln möchte, hey, Hufpfleger ist da, heb doch bitte dein Bein, damit der das gut bearbeiten kann. Dann kann ich das natürlich sehr gut machen, wenn ich vertrauensvoll zusammenarbeite. Und in der Zusammenarbeit, da ist auch noch mit enthalten, dass es zwei Beteiligte gibt. Und beide Beteiligten haben was davon. Weil wie wäre das, wenn du einen Kollegen hast, der mit dir zusammenarbeitet, aber der letztendlich immer alle Lorbeeren einheimst und du machst die Arbeit? Wird sich nicht gut anfühlen. Und für unsere Tiere ist es das Gleiche. Das heißt, wir dürfen uns überlegen, wir als Menschen, wir dürfen uns überlegen, wie setzen wir das ganze Training auf, damit wirklich auch unsere Tiere ein absolutes Erfolgserlebnis haben und wie zeigen wir unsere Dankbarkeit, wenn sie dann tatsächlich was für uns tun? Weil es ist nicht selbstverständlich. Es ist weder selbstverständlich, dass dein Hund ständig bei dir bleibt und auf Kommando sich hinsetzt und bei dir bleibt und immer wieder kommt. Geh mal von dem aus, dass dein Hund dein bester Freund ist. Wie würdest du deinen besten Freund behandeln? Du würdest dich bedanken, wenn er bei dir bleibt in schwierigen Situationen. Du würdest dich jedes Mal freuen, wenn er zu dir kommt. Und bei unseren Hunden nehmen wir es manchmal als selbstverständlich hin und schimpfen dann vielleicht, wenn sie es nicht tun. Aber wir dürfen uns bedanken dafür, dass sie es tun, weil es ist tatsächlich nicht selbstverständlich. Oder mein Pferd, wenn ich denn reite. Es ist nicht selbstverständlich, dass es mich durch die Gegend trägt. Da darf ich mich bedanken dafür. Und da darf ich mich bedanken, dass ich das ausnutzen kann, dass ich das nutzen kann, dass ich Zeit auf seinem Rücken verbringe. Oder jedes andere Tier, das in deiner Umgebung ist und mit dem du letztendlich auf diese Art und Weise kommunizieren kannst. Du kannst immer deine Dankbarkeit ausdrücken und wirklich, immer wertschätzen, was die Tiere für uns tun, weil sie tun so viel für uns und wir merken es manchmal gar nicht. Und das ist uns in der Trust-Technik auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen dieses dritte Prinzip der Trusted Cooperation, der vertrauensvollen Zusammenarbeit.